Der Lucas Show Episode 10. Heute nehme ich euch mit in die Inspektion unseres Mehrfamilienhauses unter dem Codenamen Charlie Harper. Warum dieses Haus einen Codenamen braucht, wie die Inspektion ablief und was das Resultat von dieser Inspektion ist, was im Gutachten steht, das schauen wir uns in diesem Video an. Let's get into it! Inspektionsfreitag bei Charlie Harper. Im Hintergrund seht ihr den Charlie Harper und das Team ist schon da. Mit Team meine ich die Maklerin, also meine Seite der Inspektion, der Inspektor. Und ja, dann geht's jetzt los. Auf geht's. Inspektion von Charlie Harper. Nochmal eine kurze Erklärung, warum das Ganze unter Charlie Harper läuft. Ich kann die Adresse von dem Haus aktuell noch nicht preisgeben und ich kann auch keine genauen Zahlen preisgeben. Wir haben uns noch über den Preis zu einigen und vielleicht wird es am Ende auch nichts. Das werden wir noch sehen. Das ist halt ein bisschen heikel, solange der Makler bzw. der Verkäufer dann noch im Spiel sind und wir noch kein Closing Date hatten. Closing Date ist laut unserem Angebot Anfang Dezember. Wenn alles glatt läuft, haben wir das auch dann. Aber bis dahin, wie ihr seht, ist noch eine Menge Einigungsarbeit zu tun.
4 Stunden Inspektion hinter mir. Wahnsinn. Mir glüht der Kopf, jetzt brauche ich Mittagsschlaf. Also, wir haben uns jetzt Charlie Harper von oben bis unten angeschaut. Es ist der absolute Wahnsinn. Es gibt ein paar Findings, also ein paar Punkte, die diskutiert werden müssen. Was zum Beispiel ein großes Problem ist, ist die Electric. Die Electric ist ziemlich alt, das sogenannte Knob and Tube. Also das ist so Keramikhalterung mit alten Stromkabeln. Auf jeden Fall muss das ausgetauscht werden. Das ist ein mega Bummer. Mal gucken, was das kosten wird. Das Dach hat kleinere Probleme und wir haben ein bisschen Wasser im Keller, aber eigentlich keine wilden Sachen. Ja. Also haben wir uns Charlie Harper von oben bis unten angeschaut und jetzt warte ich auf den Report. Der kommt heute noch vom Inspektor, den schickt er mir heute Abend noch zu und dann wird mit dem Verkäufer diskutiert. Wir listen alle Schmerzpunkte auf, die relevant sind. Kleine Sachen kann man nach unten spielen, beziehungsweise ein paar Sachen kann man auch noch weiter höher priorisieren. Und dann kann man sagen, lieber Verkäufer, dieses Problem ist uns Betrag X wert und das würden wir selber beheben, weil wir einen Handwerker haben, der uns das gemacht hat. Dann kann man jetzt Angebote einholen, was auch immer. Oder wir sagen, bitte kümmere dich darum oder lass es uns vom Kaufpreis. Entscheide dich. Das bleibt spannend. Bis dahin.